myself in a little bit of trouble. She will contact you soon, and I need you to help her. Do well, and obviously, you'll get paid like always. Okay, Töchterlein hat Schwierigkeiten, natürlich. Okay, also wir haben uns das gestern richtig gegönnt. Wir haben die Chips von Tyler mitgenommen. Haben uns da was Schönes gegönnt, ja. Och, ist der süß. Kann das sein, dass wir aus jedem... Ach, guck mal. Kann das sein, dass wir von... Das ist unser Trophäenschrank. Dieses Sudoku-Buch haben wir eben zum Schluss angeguckt. Das ist aus dem Pool. Das ist von diesem Katzengruselhaus. Wir nehmen von jedem eine Trophäe mit. Ach, du Schande. Jetzt sind wir aber wirklich auch bald krank im Kopf hier, ne? Ja. Oh, weia. Okay, das Regal haben wir befestigt. Oh, weia. Aber wo ist das Bild von unserer Frau? Das finde ich nicht schön, dass das nicht da ist. Och, Dexter. Oh, Gott. Ja, jetzt ist das Bett hier weg. Och, Dexter. Daddy is a criminal now. But you're still a good boy. Uff. Okay, happy together. Streichel Dexter 15 Mal. Haben wir gemacht. Oh, weia. Es werden nicht mehr enden, ne? Okay. Ups. Oh, wir können hier raus? Ach, guck. Ah, das ist unsere Mülltonne. Ein Sonnenschirm. Okay. Dass das auf ist, kann man das machen? Nein, zu. Okay. Keine gute Idee, das offen zu lassen, ne? Da habe ich es repariert. Hier ist jetzt mittlerweile auch Ordnung. Da ist noch ein bisschen kaputt, ne? Oha. Er war bei Bahnfinders. Ich glaube auch bei den Bahnfinders. Das ist schon crazy, wenn er von jedem eine Trophäe mitnimmt. Hallo, Miri. Hallo. Wink, wild, winks. Gestern habe ich dich übersehen. Ich weiß. So, Elena. Hallo, Papa. In letzter Zeit fühle ich mich etwas schlechter. Es ist frustrierend, wie schwach mein Körper sich manchmal anfühlt. Und ich muss den ganzen Tag im Bett bleiben. Ich muss mich mehr ausruhen, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber die Ärzte sagen, es könnte noch etwas dauern. Ich vermisse dich sehr und wünschte wirklich, ich könnte nach Hause kommen, um bei dir zu sein. Ich weiß, ich muss mich erst erholen, denn sonst lassen sie mich nicht gehen. Aber ich bin stark. Warte noch ein bisschen auf mich. Ich kann Dexter doch nicht hängen lassen. Ich hab dich lieb. Party ist vorbei. Hey, ich bin Amber, Big Jims Tochter. Ich brauche deine Hilfe, Herr Kowalski. Also, da war diese Party bei mir und wir hatten ein paar brandneue, coole Drogen, um den Spaß zu steigern. Aber lol, das Zeug war echt krass und alle sind irgendwie ausgerastet. Irgendwie bin ich eingeschlafen. Dann bin ich aufgewacht und alle waren tot. Also, naja, kannst du mir helfen? Dad meinte, du solltest es wahrscheinlich tun. Aber kein Druck. Es ist ein Sommerresort, das mir mein Daddy gegeben hat. Und ich will keinen Ärger, weißt du? Übrigens, tote Körper riechen echt mega übel. Mach, was du tun musst. Verbrenn sie, zerstückle sie, löse sie in einem Fass auf, wirf sie in einen Fluss. Mir egal. Hauptsache, niemand findet es heraus.
XO Amber. Okay. Größe des Standorts. Oha. 3. 11.500. Wie, alle waren tot? Ja, ich... Ich glaube, bei diesem Spiel sollten wir echt nichts mehr hinterfragen, ne? So, wir haben ja noch ein paar Pünktchen, die wir vergeben können. Bevor wir hier losreisen. Ich würde gerne hier bei dem Reiniger... Das würde ich nehmen. 3 Reinigungsmittel in den Eimer geben, würde ich auch. Erhöht die Kraft der Reinigungsmittel oder erhöht die Kraft der Reinigungsmittel um 25, wenn sie im Eimer nicht dupliziert werden. Das lassen wir mal. Zusätzlicher Eimer-Slot. Alle Vereine. Erhöht die maximale Anzahl kombinierter Müllsäcke. Reinigung. Der Schwamm. Widerstandsfähigkeit. Machen wir. Allgemein. Der Hochdruckreiniger gehen wir später rein. Echt jetzt. Dann erhöhen wir noch die Reinigungsgeschwindigkeit. So. Zack. Hallo Dominik. Einen wunderschönen guten Abend. So, dann werden wir mal... Ich weiß gar nicht, was da auf uns zukommt. Dexter, du passt auf alles auf, ne? Du bist hier... verantwortlich. Sollte vielleicht die Dartpfeile... Naja. Okay. Los geht's. Eieieieieiei. Okay. 11.500. Die Party ist vorbei. Mission starten. Uff. Das ist ein 3-3-Punkt-Gebäude. Und der Sprit ist tatsächlich immer voll, ne? Amber. Welcome. Who would have thought? Like father, like daughter. This whole party didn't even really seem necessary. Die ganze Party schien nicht wirklich notwendig. Oh nein. Ist das das, wo wir schon mal waren? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Mit dem großen Pool oder so? Lederballons. Ach, du himmlische. Der Außenbereich. Ah. You should leave hiding the evidence to trained professionals. Man sollte das Verstecken von Beweismitteln den Profis überlassen, ja, genau. Das sehe ich auch so. Oh weia. So, was haben wir hier? Schönes Farbe. Können wir hier den Deckel schon wieder zumachen? Hier liegt Geld rum, oder was? Echt jetzt? Wer schmeißt denn hier Geld rum? Okay. Oha. Gut. Lassen wir erstmal so. Geht uns nichts an. Aber das hier geht uns schon was an, ne? Ich hoffe, dass wir hier gleich
was finden, wo wir unser Eimerchen machen können, ne? Hallo, Bu! Da ist auf jeden Fall ein Wasserhahn, ich sehe ihn schon. Let's get this party started. Lass uns die Party beginnen, ja, auweia. Das ist das Erste, was ich ausmache. Oh, komme ich gar nicht hin, wa? Oh Gott. Oh. Oh. Kassette gefunden. Okay, die Mucke gleich mal ausgemacht. So, da kümmern wir uns gleich drum. Oh. Holy moly, what ja. Were they cooking? Okay, das Feuerzeug, ich glaube, hier ist mächtig was in die Luft gegangen, ne? Putzi putzi. It won't move like this. Okay, warte, warte, wir müssen. Oh, weia. Ich glaube, wir müssen uns da echt ein Wässerchen machen, was da richtig gut reinigt, oder? Ich möchte nicht wissen, wo die Leichen sind, die hier lagen, weil hier ist ja. Oh, weia. Wo habe ich jetzt das Feuerzeug hingeschoben? Da. Kann ich das aufheben? Okay, warte mal. I need to clear the way first. Der ist doch, der Weg ist doch geklärt. Ja, im Himmel. Something is blocking the way. Alter, das kriegen wir im Leben nicht sauber ohne Putzmittel. Okay, das kriegen wir ohne Putzmittel nicht sauber. Wo war jetzt der blöde Wasserhahn? Da vorne, okay. Gott. So. So, dann machen wir jetzt einmal dieses Putzmittel rein. Das Putzmittel rein. Und das Putzmittel rein. So, jetzt aber. Jetzt starten wir hier richtig durch. Geht das gleich viel schneller alles. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sind wir in 10 Jahren noch nicht fertig, wenn wir allein die Feuerstelle schon ewig lange putzen müssen. Achso, der ist dreckig. Komm, weiter. Wir haben ja nicht umsonst 2, ne? So. Das geht doch so. Jetzt können wir dich hier hinstellen. Na komm schon. Ach. So, dann haben wir hier das nächste Beweismittel. Mills, er benimmt sich so komisch. Was plant er? Süße, ich habe eine Idee. Wir können alle gleichzeitig unsere Gedanken schreiben. 1, 2, 3. Nicht gesendete Nachrichten. Hat der eine andere? Okay, nicht gesendet.
Die ist noch schmutzig, oder was? Ja. Nehmen wir hier mal den Schwammi. Geht dann ein bisschen schneller, das Ganze. Fertig. Oh Gott, der hat mich gleich mit weggeschoben. I should clean it first. Ja, du solltest es reinigen zuerst. Ich weiß. So, jetzt aber. So, und dann können wir das Feuerzeug nehmen hier und mal hier rauflegen. Weiß nämlich nicht, ob das noch irgendwie gebraucht wird. Keine Ahnung nicht. So, das hätten wir schon mal. Das können wir mal mit dem Mülleimer mitnehmen. Können wir den Ballon auch mitnehmen? Nee. Ist das hier nur ein Strahler? Okay. Komm jetzt auch mal. Das Licht lohnt nicht, ne? Du kommst auch noch dran, ne? So. Bis jetzt haben wir noch keine Leichen gesehen. Hütte. Okay. Warte mal. Ich will mal was probieren. Okay, den kann man nicht kaputt machen, ne? Okay. Muss die irgendwo hin? Warte, ich habe das Haus schon gesehen, ne? Ah, da liegt die erste Leiche. Wie viele Leichen waren das? 9 Stück! Alter Vater. Burned to a crisp. She must have been caught in an explosion. Oi, 9 Stück. Uff. Okay, das wird eine lange Nacht. Das wird eine lange Nacht. Leiche Nummer Uno. Na toll. Stellen wir hier hin. Passt. Noch ein Handy. Ja, Jane, er wird dir definitiv einen Antrag machen. Okay. Also die haben jetzt also untereinander geschrieben, was der Freund machen wird. Also er hat eins nicht gemacht, einen Antrag nicht gemacht. Und eine andere hat er wahrscheinlich auch nicht mehr. Gehen wir mal von aus, ne? Okay, das ist bis hierhin explodiert, alter Vater. Ah, hier mal alles richtig sauber machen. So. Ah, da sind die nächsten Spuren. Gucken wir mal. Blitze sauber, ne? Kann man nichts sagen. Wollen wir da reingehen? Wollen wir nicht. Wir wollen erstmal hier einmal sauber. Sauber. Und sauber. Okay. Okay. Oh, das gehört mir. Wäre ja ein Ding, wenn da was drin wäre, ne? Die Stühle. So. Wir sind ganz akribisch. Wir wissen ja nun langsam auch um die Verstecke, ne? Aber wenn das hier ein Gästehaus ist, wird hier wahrscheinlich nichts drin sein. Vermute ich mal.
Hier kann man nichts aufmachen. Badezimmer. Oh, was sehen meine entzündeten Augen? Da können wir nichts weiter mitnehmen. Spülung betätigt. Muss ja alles frisch sein, ne? So. Hier darf man nicht runterfallen. Okay. Aber hochgehen darf man, ne? Ui. Oh. Na, guck mal eine an. Die untere. Okay. Das geht nicht auf. Okay, hier oben war auf jeden Fall jemand. Check. Kann man da rüber? Guck mal hier. Ist wohl... Och, du Scheiße, da unten liegt ja auch noch eine. Okay, da müssen wir dann runter. Komm mal da rein. Ich wollte da rein. Versucht das noch. Oder muss man... Komm mal, warte mal. Jetzt hänge ich hier fest. Ich glaube, ich spinne. Komm hier nie wieder raus. Wie komme ich denn hier wieder raus? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ah, jetzt, okay. Ach, hier komme ich gleich rein. Warte, dann muss ich ja da oben rein, ne? Dann muss ich ja da oben. Ah, ich bin so ein Jump-and-Run-Profi. Das kriege ich doch hin. Locker, easy going. Nicht. Oh, geschafft. Oh, weia. Okay. Die Schublade geht nicht auf. Das wäre ja ein Ding, wenn hier jetzt auch noch Geld drin liegen würde, oder? Also Geld ist vielleicht nicht mein Problem, oder? Aber wie soll ich denn die Leiche hier raustragen? Okay, das ist die dritte. Oder die eine von denen. Nehmen wir die Tür von innen. Ach, von innen kriegen wir sie auf. Oh, wackel nicht mit dem Kopf, mach nicht. Another one. He must have blown all over. Oh. Die ist auch ganz schmutzig. Also es muss von diesem Fass sein, was hier explodiert ist. Nein. Okay. Hey, wieso zeige ich denn mir zwei Leichen an? Ich habe doch schon drei hier. Ah, nee. Wie viele Leichen habe ich hier? Ich habe doch... Okay. Hier sieht es ja echt übel aus, ne? Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier was drin ist, ist groß. Oi. Scherben bringen Glück, aber nicht mehr hier, ne?
Aber wenigstens müssen wir hier keine kleinen... Oh, Quietscheentchen. Wenigstens müssen wir hier keine kleinen Kügelchen mehr suchen. Da wir ja schon wissen, worum es hier geht, ne? Also, hoffe ich zumindest. Ich weiß, auf den Teppich ist ein Schwamm besser, aber ich will nicht so schnell wieder zum Wassereimer. Und den habe ich auch mit Absicht da hinten stehen lassen. Damit den nicht wieder umdengel. Zack, zack, zack. An die Wände gucken wir noch nicht, oder? Doch, wir müssen. Okay, jetzt müssen wir ja trotzdem los. Na, warte mal, wir haben aber noch die Lappen, ne? Okay. Den haben wir noch. Also die Geräuschkulisse ist ja schon kratzig, ne? Also wirklich. Das verwöhnte, verdorbene Balk kann dich angelogen haben, die einzige Überlebende. Ja, merkwürdig ist es schon, dass sie die einzige Überlebende ist. Also, da bin ich total bei dir, ne? Also. Aber ich frag mich, wie man bei so einem großen Gelände noch Secrets finden soll, ne? Okay, das läuft gut. Aber ich weiß auch nicht, ob ich hier... Ach, du Schande. Ich weiß auch nicht, ob ich hier einen Mafia-Boss als Vater haben möchte. Du stehst ja ständig auf der Abschussliste von irgendwem, oder? Dann nützt dir auch die schönste Villa oder die schönste Dings nix. So. Waren wir hier schon im Bad? Glaub nicht. Okay, hier liegt noch ein Ring rum. Nö, nö, nö. Zack. Manche Mafia-Familien haben sich auch abgesprochen, die Familien in Ruhe zu lassen. Naja, ich weiß nicht, ob man bei Mafia... Ja, vielleicht gibt es da interne Regeln. Das kann ja sein, ne? Huch. Aber ich glaube, Mafia, die nehmen ja vor gar nichts Rücksicht. Na, die habe ich gebockt, das weiß ich. So. Quatsch. Wollte ich. Die Couch muss nämlich noch richtig geschoben werden. Jawohl. Ich glaube, das sieht gut aus. Die hatte ich auch geguckt, ne? Ja, die hatte ich auch geguckt. So. Mülleimer. No littering. But what exactly counts as litter?
Kann man hier ein Türmchen machen? Ah, kann man aber. Komm. Bevor ich mich gleich wieder ärgere. Ich hoffe, dass ich die Hütte jetzt fertig habe. So. Da ist noch eine Hütte. That must have been some huge blast. Muss eine gewaltige Explosion gewesen sein, ja. Ach, da war noch acht. Ich muss ja noch da oben rein. Aha. Okay, aber jetzt kann ich hier rein. Alles klar. Hier ist noch ein Ballon. Da drüben ist ein Fernseher, oder was? Oh. Okay, dann nicht. Here? Haben die hier wirklich gearbeitet? Ja, man weiß es nicht, ne? Geld! Heute brauche ich mal Fencheltee. Fencheltee würde ich mal nehmen. Guys, we're so drunk right now. Perfect time for a podcast. So freaking drunk! You can't really work while sober. You're so smart, dude. I love you, bro. Tommy, what happened? I'm coming for you. Ach du Scheibenkleister. Never in a million years I would have guessed what happened here. Okay. Dinge, die man nicht wissen will, ne? Ach, himmlischer Heiland. You shouldn't mix alcohol with ladders. Ja. Kann ich den da drüber werfen irgendwie? Ups, Entschuldigung. Ja, anders kann ich es nicht machen, ne? Sonst muss ich einen langen Weg gehen, ne? Da ist mal hier Sprit noch verborgen. Oh, guck mal. Komm mal her hier. Geh mal beiseite. Geh weg. Ich Mutti riecht Geld hier. Komm mal her hier. Hallo, Bella. That's a one way to get through the job. Ja. Na, das ist hier. So wird dann nämlich ein Schuh draus. Kriege ich heute bitte auch einen Ingwer-Zitrone? Earl Grey. Oh, weia. Jetzt startet wieder die Teerunde bei uns im Chat. Schön. So, also hier ist nichts mehr weiter. Nicht, dass ich sehen könnte. Jetzt 10. Nö, hier ist einfach nur noch ein bisschen Blut wegzuwischen. Das kriegen wir hin. Vielleicht kriegen wir das hin. Oh shit! Ach, muss ich wirklich außen rumrennen? Wirklich jetzt? Na gut. Machen wir. Oh! Ups! Okay. Zack.
Zack. Wenn wir schon dabei sind. Zack. So. Ah ja, die war ja auch noch. Tja, dann putzen wir mal, ne? Das kriegen wir easy going weg hier alles. Im Haus ist Wasser. So. Hier haben wir noch ein bisschen. Im Haus. Ja, aber hier ist ja tatsächlich. Ich habe ja meinen Eimer. Da habe ich zwei Eimer eigentlich. Kann ich jetzt noch mal Eimer nehmen? Nee. Ich hatte ja nicht zwei Eimer geskillt, ne? So, da leuchtet irgendwas hin. Hat das was zu bedeuten, dass das dahin leuchtet? Komme ich dahin? Dann gleich mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Hier haben wir alles. Oh, Kettensägen-Massaker. Oh, okay, warte, hier kann man hochklettern. Ich will da hinten hin. Ach du Scheibenkleister. Ach du ahnst es nicht, du kriegst die Tür nicht zu. Aber da hinten ist noch was. Ah, da gucken wir gleich, oder? Uff. Entschuldigung. Oh. Warte mal, den Balken, kann man den wegmachen? Nee, ne? Nee, leider nicht. Okay. Du bist vom Himmel gefallen, ja, ich glaube auch. Kann man hier hochklettern? Nee, kann man nicht, ne? Oh, man muss wirklich außen rumklettern. Oh, weia. Ach, Mann. Komm her, ich schmeiß dich jetzt einfach nur runter. Ich kann dich gleich rausschmeißen. Ja, sorry, das ist ein bisschen... Aber der ist sowieso schon tot. Der ist sowieso schon tot, von daher ist es auch egal jetzt. Okay, die Spekulatius sind schon da. Die Spekulatius sind schon da. Das ist ja krass. Also der Lappen macht schon gar nicht schlecht sauber, muss man ja mal so sagen, ne? Der macht schon echt gut sauber. Und der kann jetzt mittlerweile auch schon viel aufnehmen. Okay, die ganze Wand wird wahrscheinlich nichts mehr werden bei dem ganzen Blut, aber... Wir nehmen so viel mit, wie wir können.
Der nimmt aber schon ganz schön viel mit. Hei. Sehr geil. Okay, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Wir werden, ich lasse den Eimer jetzt auch da hinten. Da wir, warte mal, können wir da rüber? Dann muss ich den nicht gleich ablegen. Okay, geht. Nice. Mein Leichen, 9 Stück. Und ich war noch nicht im Haus, ne? Ich war noch nicht im Haus. Das ist krass. Ich bin ja jetzt... Wie lange das jetzt schon dauert und ich bin noch nicht mal im Haus. Mann. So. Nein. Okay, der Eimer ist auch dreckig. Nein. Das ist Abra Macabra. Abra Macabra. Okay. Der hat gedauert, Oma Lissi. Es tut mir leid, der hat gedauert. Das. Und das. So. Vorsichtig mitnehmen, aber nur vorsichtig. Ich weiß, dass ich ihn wieder umschmeißen werde. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück und ich schmeiße ihn nicht um. Ich glaube, da oben war auch nicht mehr viel, ne? Also. Das kriegen wir da schnell noch sauber. So. Bami raus, zack, zack, zack. Das Ding nehmen wir gleich mit, das gehört uns, zack. Müssen wir ja nicht hier lassen, ne? So, Bong. Mal gucken, kommt die hier irgendwo hin? Nö, die lassen wir einfach hier stehen. Oh weia. Das wird noch ein langer Tag, glaube ich. Das wird eine lange Nacht. Ich möchte nicht wissen, wie ein Gebiet aussieht, wo 4 Punkte sind. Da unten noch die Scheibe. So, hier sieht es, glaube ich, gut aus. Ach, da oben ist noch. Da ist auch noch was. Keine Spuren hinterlassen hier. Ne? Oh je, jetzt habe ich sie doch kaputt gemacht. Ja, machen wir gleich. So. Hier hinten will ich jetzt noch mal gucken. Ach, guck mal da. Das nehmen wir doch gerne mit, ne? Okay. Jetzt hab ich da die ganze Zeit der Ball, ne? Okay, hier ist tatsächlich nichts weiter. Da waren wir. Okay. Ich hoffe, dass ich hier nichts übersehen habe, ne?
Ach, Mann. Ich hier, oh, hier liegt ein Scheinchen. Na, der gehört doch mir, oder? Gut. Ich würde sagen, das war nicht schlecht. Hier noch was? Nö. Ich hoffe, dass ich da nichts übersehen habe. Mindestens 23 Uhr, ich vermute es. Ich vermute es, ich vermute es. Ich werde mich aber beeilen, tatsächlich, ne? Ich werde mich auf jeden Fall beeilen. Aber ich möchte auch nichts übersehen. Das ist leider auch der Punkt. Weil ich möchte das ja nicht nochmal machen müssen, ne? So, warte mal. Hier ist noch ein Hatschächen. So, dann gehen wir mal hier. Was denn hier passiert? Ach du Scheibenkleister, was ist denn hier passiert? Oh, weia. Mafia-Geld eigentlich, ob man sich strafbar macht, wenn man Mafia-Geld anpackt? Weiß man auch nicht so genau, ne? So. Der kann weg. Müssen wir hier bestimmt nachher auch noch wieder Wasser reinlassen oder sowas, ne? Also. Neun. Time for a bag swap. So, hier hat einer hingepatzt. Einmal Ventilte für mich, Dankeschön. Oh. Kann man den auch kaputt machen? Nee, den kann man nicht kaputt machen. Okay. Zack, zack, zack. So. Der steht auch richtig. Der stand auch richtig. So. Die haben hier Bierpong gespielt. Möchte ich hinter die Tür gucken? Oh, ich habe die Krone kaputt gemacht. Kann ich die alle kaputt machen? Nein, ne? Oh, oh Gott. Warum denn?
Warum machen die denn so? Kaffeemarsch. Meinst du, dass ich das brauche? Und schon braucht man nicht aufräumen. So. That's why you shouldn't do suspicious drugs. Deshalb solltest du keine verdächtigen Drogen nehmen oder überhaupt keine Drogen. Eieieiei. Warte mal, was liegt denn da im Gras? Am Ball. Okay. Vier von neun. Aber das sind doch viel mehr. Da hinten lag ja noch eine. Unter dem Ding, ne? Den weißen Tee teste ich beim nächsten Mal. Oh. Es ist Tea Time für Tee und schokoladenüberzogene Spekulatius. Ich hasse rosa Ballons. Und gelbe. So, komm, nimm. Aber ich werde es mir jetzt einfach machen. Weil ganz ehrlich, die ganzen Flaschen hier jetzt wegstellen, noch habe ich keine Bedürfnisse nach. So. Da habe ich jetzt keine Bedürfnisse nach. Da geht der Müllsack definitiv schneller. Zack. So. Zack. Zack. Wie geil. Ich kriegen wir doch sauber, oder? Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, wo du hinkommst, aber erstmal hier oben hin. Damit wir hier gleich in Ruhe wischen können. Einmal Mülleimer, zack. Dann schrubbi die Schrubbmann. Und jetzt geht's los hier. Zack, zack, zack. Wäre doch gelacht hier. Und ich war noch gar nicht drin. Kekse. Ach, guck mal, Krümelmonster ist wieder an Bord. Ein bisschen geht noch. Bist du voll, bist das geht noch. Komm. Wir saugen dich jetzt hier richtig. Jetzt ist er voll. Jetzt nehmen wir den Lappen. Wunderbärtchen. So wird ein Schuh draus. Einmal überprüfen. Okay, das ist drin. Hier ist noch ein Schnödelchen.
Das die, oder ist das draußen? Nee, ist drin. Okay. Zack, 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 ruckzuck. Was glaubt ihr, wie lange das in Real Life dauern würde? Da bist du doch bestimmt einen ganzen Tag oder eine ganze Nacht und dran unterwegs, oder? Something is blocking the way. Ja, something is block, ja, ja. So, du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Das machen wir gleich. Hier sieht das gut aus. Hier ist ein Bierfass ausgelaufen. Die müssen gestapelt werden? Oh nein! Oh nein, die müssen wirklich gestapelt werden? Ach du Schande. Ach, himmlischer Heiland. Ich hoffe, dass ich die alle finde. Ei. Okay. Easy going. Ich habe zwei Mobs schon. Einer ist schon schmutzig und der andere... Ja, nee, beide sind schmutzig jetzt. Deswegen mache ich jetzt mit dem Lappen. Also ich benutze immer alles, damit ich das mit dem... Jetzt... Guck mal, hier ist... Pass auf. Hier ist ein Mob, der ist schmutzig. Und das ist... Oh, das ist der zweite, ist aber auch... Jetzt ist er auch schmutzig. So. Jetzt, Bubbel, bubbel. Ein sauber. Anderen sauber. Schwamm sauber. So, dann habe ich hier noch den Stuhl gefunden. Der kommt bestimmt dort oben hin. Vermutlich, siehst du. Zack. Auweia. Oh Gott, da hängen ja lauter Ballons noch an der Decke. Aber die lassen wir hängen, oder? Die muss ich ja nicht wegmachen. Hoffe ich zumindest. Warum nimmt der zweite aber kein Dingsmittel auf? Oh, die schönen Quietscheentchen, die sind so süß. Will sie alle haben und die Flamingos. Okay, der Roller kommt hier eigentlich nicht rein. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Mike. For every time I have to clean blood out of a pool. Wenn ich hier was, jedes Mal was, ein Dollar kriegen würde, wenn ich den Pool reinige. Okay, Pool ist sauber. Allerdings der hier gehört nicht hierhin. Weiß gar nicht, wo die. Soll ich die hier hinstellen oder was? Wahrscheinlich. Der Stuhl gehört auch nicht hier rein. Das wird wahrscheinlich der hier sein. Zack. Okay, hier haben wir noch eine Flasche und das war's dann. Ich glaube, der Pool ist fertig. Nein! Och,
Na gut, dann brauchen wir die nicht mehr wegräumen. One's never too old to have fun, huh? Man ist nie zu alt, um Spaß zu haben, ja, ich weiß. Okay, ich habe gedacht, hier kann ich das anmachen. Ey, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Komm schon. Vielleicht müssen wir den ganzen Kram da auch reinräumen. Kann ja auch möglich sein. Party like there's no tomorrow. Ach, a Party bis es kein bis zum nächsten Morgen oder was? Irgendwie sowas. Aber warte, da steht noch was verkehrt. Nein! Bloß nicht runterfallen jetzt. So. I need to clear the way first. Du musst den Weg frei machen? Der Weg ist doch frei. Ach, ich stand selber im Weg. Na, haha. Okay. Ja, die Party muss ich doch nicht wegmachen, oder? Die Party, das Partyzeug, ja? Sind die alle explodiert oder warum ist immer so viel Blut? Ja, also auf jeden Fall gab es hier eine Explosion, aber das hier ist nicht Explosion, oder? Ich weiß ja nicht. Also ich weiß ja nicht, ob das alles Explosion ist, keine Ahnung, aber ich glaube eher nicht. Party, als gäbe es kein Morgen. Ja. Kann man die zusammenpacken? Nee, kann man nicht. Die sind schon zusammengepackt. Okay. Warte, dann machen wir das gleich mal so. Huch, falsch gelaufen. Boah. Jetzt habe ich mich aber zu schnell gedreht, ne? Aua, ich häng fest. Ach, Ballons. Ich nehme mal mit. Huch. Du kannst da rein. Zu deinen Kindern. Und da liegt noch ein Stuhl und auch noch Kisten. Wo kommen die Stühle denn hin? Wo kommt der Stuhl jetzt hin? Ach, hier fehlt ja auch noch, ne? Ja, guck mal, siehst du. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Kisten. Ich hoffe, dass die nicht irgendwo gestapelt werden müssen, ne? Durch mittelschwere Lebenskrise. So. Die Kisten. Ah ja, hier war ja auch noch eine Leiche. Stimmt ja. So, was bist du hier? Come on, it's already filming. Fuck the steering wheel. Come on. Neue Verbrechensbeweise. Oh Gott. Try this at home, kids. Oh Gott sei Dank, wir haben nichts gesehen. So, Beweise haben wir alle gesammelt. Driving under the influence claims another victim. Fahren unter Einfluss? Oh Gott.
Leiche Nummer 6. Legst du dich jetzt hin oder nicht? Geht doch. Geht doch. Ach, Menno. Endlich. Weiß nicht, was ich damit machen soll. So. Hier sieht das soweit gut aus. Das Fass müssen wir mitnehmen. Ups. Bin doch über die Kisten gerannt. Oh, das ist noch blutig, das Fass. Das müssen wir noch putzen. Warte mal. Das habe ich gerade noch so in den Augenwinkeln gesehen. Es ist alles blutig von mir. Ach, Menno. Okay. Der Eimer ist jetzt auch gleich blutig. Ich glaube, jetzt ist er blutig. Ja, jetzt. Den bringen wir gleich weg. Jetzt muss ich erstmal hier das Fass nochmal hinstellen. Du bist sauber, oder? Wie gut, dass der tot war. Sonst hätte er den Chiropraktiker gebraucht. Der hat jetzt keine Chiropraktiker-Probleme mehr. Dahin, okay. Oh, ein grünes Quietscheentchen. Okay, hier können wir nichts aufmachen. Die Stühle stehen perfekt. Quietscheentchen nehmen wir gleich mit. Prozent im Garten aufgewischt, nur den ganzen Müll sind wir noch nicht losgeworden. Okay. Die Frage ist jetzt, was ist Müll? Wo sehe ich Müll? Was stehen die unter Müll? So. Du kommst da rein. Warte mal, bist du Müll? Nee, bist du Müll? Nein. Wir haben noch eine Leiche. Wehr dich nicht! Stimmt, wir haben ja hier noch die Leiche. Wer für den. Stell alles wieder an seinen Platz 22. Ach, Menno. Geht doch. Was ist denn hier Müll? Kein Feuer? Ah, hier ist noch. Was bist du denn? Was ist. Och, wie cool ist das denn bitte? Ach, wie geil ist das denn bitte? Oh, Hamwil! Oh, wie cool ist das denn bitte?
Okay, das ist noch Müll. Den Müll haben wir jetzt auch weggeräumt. Jetzt müssen wir nur noch die letzten Fässer finden. Cool, ja, die war voll geil, oder? So, ein Fass fehlt uns wohl noch, ne? Ach je, ach je, ach je. Unser Eimer, den müssen wir noch entsorgen. Fight for your right to party. Lasse 30 Ballons platzen. Oh, wie cool ist das denn bitte? Aber war hier irgendwo noch ein Fass? Was ich nicht gesehen habe? Guck mal, hier steht doch das Dreirad, ne? Da könnte man ja eigentlich... Ach komm, das steht auch nicht. Da ist noch Dreck. Warte mal, kriege ich das so weg? Bin ein Genie, oder? Ah. Die Hütten sind gesäubert. Müllsäcke entsorgen. Ein Fass fehlt noch, ne? Ein Fass fehlt noch. Aber wo ist das? Ist da reingeflogen? Da ist es. Okay. Außenbereich gesäubert. Sehr schön. Pass mal auf den einen, den stelle ich jetzt auch noch mit dazu. Das können die wegräumen, das ist mir wurscht. Oder kann man die zerhacken und kaputt machen oder was? Keine Ahnung. Nein. Ich bin da drin nicht gut. So, Außenbereich gesäubert. Die Hütten hatten wir auch jetzt gesäubert, ne? Hier war ja auch nichts mehr, oder? Hütten, alle Aufgaben erledigt. Unser Wasser müssen wir noch mitnehmen. Ah, ich gucke mich hier lieber noch mal um. Ich frag nur... Ach, wie cool ist das denn bitte? Ach, guck mal hier. Eine geheime Hanfplantage nehmen wir alles mit. Alles unser. Das ist alles pures Geld. Ja, 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 ja. Ist alles unser. Pflanzen. Ach komm, die Tür nehmen wir mit, ne? Muss ja nicht auffallen, dass wir hier gewütet haben. Ah, die Pflanzen können wir nicht mitnehmen, ne? Ach, guck mal an. Siehst du? Das war jetzt echt Zufall, dass ich hier hinten lang gegangen bin. Und hier war die Bauarbeiterhütte. Okay. Also haben wir das hier. Da haben wir ja schon ein Geheimnis. Ich hoffe, das wird diesmal alle Geheimnisse. Wenn ich das alles hier nochmal machen muss, dann holla die Waldfee. Pfefferminztee, dankeschön. Noch nicht. Wenn ich soweit bin, Miri, gerne. Wenn ich soweit bin und nicht weiter weiß, gerne. Damit ich es nicht nochmal machen muss. Das war Geheimnis Nummer 1. Okay, alles klar. Also gibt es hier zwei Stück. Das ist gut zu wissen. Okay, Wasser stellen wir erstmal hier draußen hin. Bei meinem Glück renne ich sowieso wieder drüber. So, hier ist noch eine... Auweia, auweia, oh Gott. Also das war jetzt ja wohl nicht von der Explosion, oder?
Das war ja wohl jetzt nicht von der Explosion, also hundertprozentig nicht. Are you satisfied now, Robin Hood? Robin Hood, bist du jetzt zufrieden, Robin Hood? Oh, weia. Ich glaube, bin mir aber nicht sicher. Okay. Komm, Oma Lizzie, du siehst das auch so, ne? Das war doch nicht die Explosion. Im Leben nicht war das die Explosion. Oh, ich sollte solche Sachen nicht machen. Zack. So, eine müssen wir noch finden, aber ja, wissen wir ja ungefähr, wo sie liegt. So, du kommst mal mit. Ja, ich glaube jetzt. Also das mit dem Mitkommen üben wir noch, ne? Echt jetzt? Zack. Ich habe keine Lust, auf irgendwelche Sachen jetzt Rücksicht zu nehmen. Ach, schon wieder dreckig. Ich war das aber nicht. Nein, nein, das warst du nicht. Das ist echt schade um den schönen Teppich, ne? Ganz ehrlich. Oh, ich sehe schon die letzte Leiche. Ei, 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 ei. Aber ruckzuck, ne? Also das ist hier ja alles easy going. Es ist echt schade um das schöne Sofa, ne? Gardinen. Der Sessel ist schon sauber. I see dead people. Ja. Alles arme Schweine irgendwie. Sorry für die Ausdrucksweise. Ist so. Ist so, ist so. So. Haben wir hier Zeug reingemacht? Nee, haben wir nicht. Ne? Komm mal her, wir machen mal hier. Also das zuerst. Dann das. Und dann das. So. Gruppe Nummer 1. Gruppe Nummer 2. Und der Schwamm. Siehst du. Aber ich versuche mich ja so schnell wie möglich zu beeilen hier. Ups, kaputt gegangen. Schon dreckig? Heide nein. Also bis jetzt konnte ich immer ganz gut auf diesen Schlauch verzichten. Nein, 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 nein. Auf den Spuckschlauch verzichten. Aber ich glaube, oder? Warte. Ah, es geht so, ne? Das geht alles so. Wir haben langen Arm. Und nun stellen wir uns auf den Tisch. So. Ah, ein paar Spritzerchen liegen hier noch rum, aber kriegen wir hin, ne? Zack.
Müllbeutel werden wir jetzt viele verbrauchen, das ist aber so. Ich stehe halt nicht auf rosa. Ja, ja. Och, guck mal, was da rumliegt. Das nehmen wir doch mit, oder? Da sagen wir doch nicht nein. Wenn wir uns jetzt hier schon den Buckel krumm putzen. Bei Damenschuhe. Oh. Oh. Ich liebe sie einfach. Ich muss sie retten. Ich hoffe, dass ich hier nachher noch Wasser reinmachen kann oder so. Ich muss sie echt retten. So. Okay, warte. 4. Warte mal. Da. Waren wir uns das aufräumen. So. Fischen. Sessel hin. Sehr schön. So, die Maske. Wo habe ich denn die gesehen? Auf dem Regal, ne? Das war mir nämlich ein inneres Blümchen pflücken. Das ist nämlich auch meine. Hier können wir noch ein bisschen... Ah, die Dings da hinten, die hier. Und hier hin. Haben wir noch ein Scheinchen? Wer hat denn so die Küche in Unordnung gebracht? Oh Gott, da liegt ein Bündel Geld. So langsam kriege ich ein Auge dafür, ne? Oh, da. Muss es tun. Da liegt der Apfel. Auch nicht schlecht. So. Du kommst jetzt mal hier raus auf die Terrasse. Dann müssen wir unseren Wischiwaschi noch mal rausnehmen. So. 3. Hier haben wir noch was. Ja, die Stühle fehlen irgendwie. Die sind abhanden. Der Tisch kommt. Dorthin. So. Ein Putzi-Putzi gemacht, ne? Okay, da fehlt noch was, aber jetzt geh... Du kommst mal hier raus. Das sollen sie schön selber wegräumen. Da habe ich ja echt keine Lust zu, ne? Tag, wer sind Sie? Ich bin Blut, ich hänge hier an der Decke rum, ich wohne hier. Jetzt nicht mehr. Meine Lampe ist auch schmutzig, hä? Oh wei, oh wei, oh wei. Wer macht denn so? Glaubt ihr, dass ich das erkannt habe, dass da ein Stuhl an der Decke hing? Kannst du dich mal kurz hinstellen? Du bist ein wenig schmuddelig. Ich habe das nicht erkannt, dass das der Stuhl ist, ne? Also beim besten Willen nicht.
Aber Stühle an der Decke müsstest du daraus haben. Ja, stimmt. Stimmt, aber ich hab's, glaube ich, erfolgreich verdrängt, Beringer. Ich glaube, das hatte ich jetzt echt erfolgreich verdrängt. Das war jetzt wirklich... Oh nein, warte. Warum machst du so? Och, guck mal. Die sind noch Manu. Oh Gott, nee. Komm her. Komm, ich setz dich dazu. So. Ich sage dazu jetzt nichts, was da an der Wand steht. Aber dazu sage ich was. So-called party trick. Okay, jetzt Müllsack raus. Damit es sich richtig lohnt. Komm mal her, dich nehme ich auch mit. Krieg die nicht hoch. Pick up anything with a full bag. Hiya. Da haben wir noch ein schönes Handy. Der Teller ist heile noch, der Ketchup auch. Komm, mach doch kaputt die Kram hier. Ups, kaputt gegangen. Der will nicht. Der will nicht. Das ist jetzt nicht wahr. Ach, der Teller steht ja auch noch da, Menno. Das Messer noch. Hier haben wir auch noch ein paar kaputte Sachen. So. Kein Alkohol vor vier. So. Handy. Morgen viel. Morgen, viel, wo bist du, M8? Hör zu, das ist kein schwacher Scheiß. Das ist eine neue Produktlinie. Es wird dich umhauen. This answer certainly explains itself. Ja. Komm her, hier. So. Eine Anti-Ente. Ich will keine Anti-Enten. Ich mag Entchen. Ich mag Enten. So. Er kann zu. Ah,
Was ist das für eine Küche, wo nichts drin ist? Gib mal her den Kram da. Life is disease, sexually transmitted and invariable fate, fatal. Warte, gehst du auch auf? Nee, du gehst nicht auf. Okay. Der geht nicht auf. Aber ich habe hier schon ganz schön viel Zeug gefunden, wenn ich das so sehe, ne? So, hier können wir nicht. Ketchup können wir stehen lassen. Da oben ist noch Müll. Den nehmen wir mal runter. Den Teller können wir hier raufstellen. Dann sieht so aus, als ob. So. Oh, da ist noch eine Spur. Guck. Nee, eigentlich, ne? Müsste ich die Spur da nicht wegnehmen. Eigentlich müsste ich die Spur nicht wegnehmen. So. Du kommst mal mit raus auf die Terrasse. Wir sind fast fertig. Ich hoffe es zumindest. So. Array full of dead people. A graveyard. Oh Gott. Echt jetzt? Komm mal her. Dafür, dass man euch Enten nicht angucken darf, ne? Komm mal her. So. Da ist was? Nee, da ist... Ach nee, in dem anderen Raum. Okay. Ich habe mich schon erschrocken, dass hier was ist und dass ich das jetzt gerade wegwischen wollte. Das ist doch bestimmt ein Spiegel zum Durchgucken oder sowas, ja? Doch, den wollte ich. Den wollte ich. So. Akku. Oh oh. Oh oh. Ah, das Collier gehört mir, ne? Das ist schon klar, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich fühle mich in geschlossenen Räumen, gerade wo tote Leichen sind. Okay, die Lebendigen sind auch nicht besser, aber gerade wo tote Leichen sind, sind geschlossene Räume immer nicht so das, was man möchte, ne? Ah. Das war schon makaber eben mit der Buddel, ne? Oder was sagt ihr? Oh Gott. Also das ist doch definitiv nicht von der Explosion. Den Schmerz im Schlaf zu überbrücken. Was? Er muss versucht haben, den Schmerz im Schlaf zu überdingsen? Nee. Im Leben nicht. Aber nur ein bisschen. So, Leichen haben wir alle gefunden. Gott sei es Gedank, gepriesen und gepfiffen. Verlassen Sie den Tatort. Müllsäcke entsorgen. 9 von 12. Nee, nee, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig hier mit euch. Ich brauche wir hier drin, aber dich müssen wir erst sauber machen.
Okay, während er gewackelt hat, konnte ich ihn ein bisschen sauber machen. Aber ich kann mich natürlich auch hinhocken, ne? Mach doch! Sag mal, willst du mich jetzt veralbern? Okay, alles klar. So, du kommst dann hier hin? Nein? So, stelle die Möbel wieder an ihren Platz. Da sind noch nicht alle. Alles da, wo es hingehört. Ah, hier die Lampen und so, ne? Okay, Blut ist erledigt. Das gehört mir. Du gehörst wahrscheinlich hier oben hin. Du, dich stellen wir hier hin. Das fällt nicht auf. Ist nicht dein Ernst, oder? Kann man das wegräumen? Wenn ich hier draufstehe, kann ich nicht hauen. Was soll das denn? Die kann ich nicht hauen. Okay, dann halt nicht. Okay. Hier haben wir noch ein Talerchen. Na, geht doch ein runter. So. Irgendwas steht noch nicht an seinem Platze. Aber hier, das sieht soweit gut aus. Ah, hier ein Stuhl steht nicht an seinem Platz. Ach, den habe ich verrückt. Okay. Aber wir haben hier irgendwo noch Müll rumliegen. Den ich irgendwie übersehen habe. Was ist denn Müll, was man übersieht? Welchen Müll hat man denn jetzt hier übersehen? Okay. Ich hab's versucht. Müssen wir ja gleich mal den Eimer in die Hand nehmen. Oder ist das hier Müll? Aber das... Time for a bag swap. Ja, warte mal. So. Ich kann den nicht hier wegnehmen, ne? Ah, warte, da liegt noch was. Warte, ich hab's gesehen. Okay, gesäubert. Das heißt, wir haben jetzt vom Gehöft mäßig alles gesäubert. Wenn wir die Müllsäcke weggebracht haben, können wir uns dann auf die Suche nach dem letzten Secret machen. Da schauen wir gleich mal. Zack. Huch, mach doch nicht so. Ebene Leichen. Ach ja, Zombies. Ha, ha, ha. Nicht witzig. Gar nicht witzig. So, Auto ist voll. Zack. So.
Man darf mit Enten nicht sprechen, man darf sie nicht angucken, darf man irgendwas? Ich bin ey. Also hier drinne war ich. Hier ist jetzt nichts, was ich hier noch sehen könnte. Bösartig. Komm, du kommst zu deinen anderen Geschwistern. So. So. Ich würde denen ja gerne Wasser da reinmachen, aber. Hallo, guten Tag. Den Labyrinth. Wir nicht durch. Drücken. Geheimnisse. Single Ladies, erlebe die tragische Liebesgeschichte. Also wollte er ihr doch einen Antrag machen. An meine liebste Anne. Von dem Moment an, als ich dich sah, ist mein Herz eine tickende Zeitbombe gewesen, die auf eine unvermeidliche Explosion der Liebe herunterzählt. Ich kann die intensiven Gefühle, die durch mich strömen, kaum zurückhalten. Jedes Mal, wenn ich dein Lächeln sehe, ist es, als ob es einen Funken gibt, der einen Feuersturm in mir entzündet. Deine Anwesenheit ist wie Dynamit, kraftvoll und fesselnd. Fähig, meine Welt auf die schönste Weise auf den Kopf zu stellen. Von dir getrennt zu sein, fühlt sich an wie das Entschärfen einer Bombe ohne Anleitung. Es ist unerträglich und nervenaufreibend. Ich sehne mich nach deiner Berührung, deinem Lachen, deinem Alles. Wenn wir zusammen sind, fühle ich einen Rausch, der mächtiger ist als jede Explosion. Also hier bin ich und gestehe dir meine Liebe, dein aufrichtiger Thomas. Oh, wie schön. Oh, noch Gras hinter dem Baum versteckt. Auch nicht schlecht. Ich hoffe, dass ich diesmal alles, also das ganze Gelände nochmal sauber machen. Ich weiß nicht, ob ich da Böcke drauf habe, ne? Bin ich ganz ehrlich. Ach, ich muss mir ja ducken. Ja, schon gut. Ob ich da Lust drauf habe, dieses Ganze nochmal zu machen, ich weiß nicht. So. Ohne Tipp. Also war das jetzt... Hoffentlich war es das Letzte. Wenn jemand noch eins weiß, der schweige für immer. Oder melde sich jetzt. Also das Haus haben wir alles sauber, ich glaube. Und dieses Entchen ist so cool. Das Entchen ist so cool. Das ist so geil. Vor allen Dingen hier diese Explosion, ne? Dann dieses, der Liebesbrief, der jetzt ja auch voller Explosion war. Und ja, was soll ich dazu sagen? Wasser für den Pool ist neben dem Haus. Neben dem Haus. Meinst du, in dieser Kammer hier drinne? Weil da war ich schon. Aber da liegt lauter Zeug drinne. Warte. Oh. Komm mal her hier. Zack. Wollen wir doch mal gucken hier. Zack. Das wollte ich ja vorhin schon machen. Zack. Ordnung ist das halbe Leben. Wer Ordnung hält, ist sofort zum Suchen.
So, das Pizza. Oh, da ist noch ein Entchen. Ich befreie euch alle. Niemand muss hier unter Unwürdigen. Komm mal her, mein Kleines. So. Zack. Wie mache ich das jetzt an? Hier? Ja! Siehst du, ich habe sie alle gerettet. Alles ist gerettet. Zack. Oh, Entchen. Du schwimmst da komisch. Oh, ich glaube, ich muss die... Die hängen alle mit den Flügeln da oben. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe sie gerettet. Ich schwöre. Hier, Rettungsring! An den Bällen könnt ihr euch auch festhalten! Ach Gott, nee, siehst du. So. Aufgeräumt und sauber. Passt doch. Ja, mit den Kisten weiß ich nicht, die stapel ich jetzt auch nicht. Drück die Däumchen, so schön, mit den Flügeln da unten, so schön. Aha. Gott, hab ich alles, bitte. So many signs, no one to care. So viele Zeichen, niemand interessiert's, okay. War das eine Ansage, dass ich nicht alles geschafft habe? 100% Blut, das war klar. Müll und Möbel. Alle Hinweise, alle Leichen. Das ist schon mal gut. Wie viel Geld haben wir nebenbei noch eingenommen? Na, das lässt sich doch sehen, oder? Und jetzt wird's spannend. Ja. Oh Gott. Oh Baby, wir haben's geschafft. Dankeschön. Aber ich glaube, ich habe heute tatsächlich alles alleine gefunden. Oha. Oha. Geschafft. Ich bin so froh. Häng dich nicht auf jetzt hier. Mach nicht so. Dankeschön, Manu. Dankeschön, Lavisinchen. Dankeschön, Miri. Dankeschön, Philipp. Ah, Philipp, ne? Philipp sagt das nur, weil er Angst hat vor Freitag. I knew I could count on you. My daughter always gets into trouble and makes some kind of mess. That's when I come in handy. The greed is dead in the world. But I'm sure you know how daughters are, don't you? Oh, weia, das war eine Drohung. The same, but surely we're not. Unlike him, I don't have any other choice. Oder doch? Ja, haben wir eine andere Wahl oder nicht? Ja, das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht erleben. Denn das werden wir erst... Ach Gott, das nächste Mal. Guck mal, jetzt haben wir hier den Pfeil liegen. Huch, oh, Entschuldigung. Jetzt haben wir hier den Pfeil liegen. Also wir haben neben von jedem Ort immer ein Souvenir mit quasi. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Zwei Fälle haben wir wieder geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viel noch kommen. Falscher Anruf, was ist das denn hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Affäre mit dem Tod. Ach, das sind die Dinger. Ja, nee, das sind die Kassetten, das wollte ich gar nicht. Codex. Allgemein. Achso, das ist das. Okay. Das machen wir beim nächsten Mal. Also ich weiß nicht, wie viel da noch kommt, aber ich weiß, dass wir 2 Stück wiederholen müssen, ne? 2 Stück müssen wir wiederholen, wo wir nicht die Secrets gefunden haben. Ich hoffe ja, dass Big Jim unser letzter Auftrag ist. Das hoffe ich auch. Gut, ihr Lieben.